Ich würde gerne erstmal einen Versuch machen, dann kriegen wir nämlich das Brummgeräusch weg. Wenn ich so verständlich genug bin, ja, dann könnte ich nämlich ohne Mikrofon reden und dann hören Sie nicht immer das Brummen. Okay, wunderbar. Ja, Herr Kollege Horn, ich danke Ihnen, dass Sie mir den Boden bereitet haben, sozusagen ohne die Butter vom Brot zu nehmen, an dieser Stelle. Ich würde jetzt erstmal gerne mit Ihnen auch über den Begriff des Wachstums ein wenig reden und wähle einen ganz etwas anderen Einstieg. Der Begriff des Wachstums ist meines Erachtens in der Bundesrepublik etwas zum Fetisch geworden. Da hat sich die Politik in den letzten 30 Jahren deutlich verändert auf eine einseitige Fixierung auf das Ziel des Wachstums. Da haben Sie ja gerade in Ihrer ersten Teil der Vorlesung deutlich gesagt, dass wir da andere Indikatoren, andere Maßstäbe brauchen, um diese eindeutige Fixierung zurückzudrehen. Was ist Wachstum? Das ist eines der, das ist schlecht zu sehen, das ist ein Seerosenteich und das ist ja einer der bekannten naturwissenschaftlichen Rätsel. Was passiert, wenn sich die Population der Seerosen jeden Tag verdoppelt und der Seerosenteich ist halb voll? Wie lange Zeit haben Sie noch, dieses Problem zu lösen? Sie wissen es, genau einen Tag. Ja? Der Turmbau von Babel war auch irgendwie keine extrem gute Wachstumsidee. Immerhin eine Legende über 2000 Jahre alt, wenn wir zu hoch bauen und die ganze Sache auch mit unterschiedlichen Plänen verfolgt, wie Bräuge hier unten jetzt sehr schwer erkennbar zu sehen hat, dann kriegen wir langfristig auch ein Problem. Dieses Wachstumsbild hat Herr Horn ja auch schon angesprochen. Zu viel davon scheint irgendwie nicht so gut zu sein. Nicht? Das ist auf der Südseeinsel Jap und das ist die dortige Währung, diese großen Holz-, diese großen Steinkreise mit dem Loch dazwischen. Auch da kann man lange darüber reden, was hier überhaupt ein Wachstum in der Geldwirtschaft drin ist, das wir durch dieses hier ersetzt haben. Also was ist der virtuelle Anteil der Ökonomie in unserem Wachstum? Ich möchte mit Ihnen mit vielen Bildern, aber doch in Versuch nicht länger als eine halbe Stunde zu reden, durch diese Thesen durchgehen. Ich denke in der Tat, dass mit dem Wirtschaftswachstum, gemessen an der Zuwachsrate des Bruttoinlandsprodukts, wir einem überholten Statistikphantom hinterherjagen. Deswegen glaube ich, dass es sinnvoll ist, alternative Wohlfahrtsmaße zu entwickeln und sie anzuwenden. Ich sage ausdrücklich, nicht das BIP ersetzen, aber das BIP ergänzen. Am Ende habe ich genau dieselbe Dosis an Skepsis wie Herrn Horn, nur gerade in die umgekehrte Richtung. Ich glaube, wenn wir daran gehen, die Gesellschaft ökologisch zu transformieren, so dass sie die Grenzen der ökologischen Tragfähigkeit dieses Planeten in den nächsten Generationen einhält, dann ist es nicht sicher, ob eine solche Ökonomie das BIP wachsen oder schrumpfen lässt. Ich glaube, etwas schrumpfen ist wahrscheinlicher. Wenn diese These stimmt, und wir haben gleichzeitig eine Generation von Politikern, die nahezu verzweifelt versucht, das Wachstumsziel aufrechtzuerhalten, und wir wollen gleichzeitig, dass sie ökologisch umsteuern, dann setzen wir diese Leute in eine schizophrene Situation hinein. Denn wir fordern, dass sie Instrumente verwenden, die am Ende den Leitindikator nicht positiv beeinflussen. Deswegen ist es wichtig, den Leitindikator von seiner Macht zu befreien. Das bringt insgesamt in die Politik einen höheren Handlungsspielraum. Das nächste kann ich schnell übergehen. Ich bevorzuge, über Wohlfahrt zu reden. Wohlstand ist mir im Grunde eher noch die materielle Komponente von Wohlfahrt. Andere reden noch von Lebensqualität oder gar Glück. Und eben, was von dem soll bitte wachsen? Moment, das war ich zu schnell. Die Weltgesundheitsorganisation, World Health Organization, hat eine sehr schöne, doch etwas kompliziert tönende Definition. Ich lese sie kurz vor. Lebensqualität als subjektive Wahrnehmung einer Person, der Stellung im Leben in Relation zur Kultur und den Wertesystemen, in denen sie lebt, in Bezug auf ihre Ziele, ihre Erwartungen, ihre Standards und Anliegen.
Das bedeutet, die materiellen Lebensbedingungen sind wichtig, ohne Zweifel. Aber Gesundheit, Bildung, Berufschancen, auch Zeitwohlstand sind Dinge, die eine auch entscheidende Funktion für uns haben. Und natürlich, je mehr die materiellen Lebensbedingungen sich positiv entwickelt haben, desto mehr schaut man auf die anderen. Aber wenn sich die materiellen Lebensbedingungen nicht richtig entwickelt haben, kann es sein, dass Gesundheit, Bildung maßgeblich dafür verantwortlich sind, dass das nicht so ist. Das heißt, es ist keine eindimensionale Schiene, dass man von dem einen zu dem anderen gehen kann. Nun, die herkömmliche Messung, Herr Horn hat das mustergültig erklärt, das Bruttoinlandsprodukt, das sind die Wachstumsraten über die Zeit von 1952 bis 2009. Sie sehen die mathematische Komponente nicht, denn je mehr sie wachsen, desto schwieriger ist es, hohe Wachstumsraten zu erzielen. Denn der Ausgangspunkt, den Sie haben, der ist ja immer schon höher. Deswegen bevorzuge ich eine Umrechnung als ersten bescheidenen Schritt, die Wachstumsraten ein bisschen zu hinterfragen. Das ist der Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts in Milliarden Euro in derselben Zeitreihe mit Basis des Jahres 2000 in den Preisen. Also der reale Zuwachs in Basis des Jahres 2000, und Sie sehen, das ist ein ganz anderes Bild schon einmal. Politik, Öffentlichkeit und Medien sind zum Teil sehr fixiert auf Darstellung. Und wenn Sie auf der einen Seite eben diese Zuwachsraten haben und im Kopf immer, wir müssen 3%, 4% oder was immer auch an Zuwachsraten erhalten, mittlerweile ist man mit 2% schon sehr zufrieden, dann ist es ein ganz anderes Bild, als wenn wir sagen würden, unsere Wirtschaft soll einen bestimmten Betrag pro Jahr wachsen. Ich versuche das seit etwa 20 Jahren zu fördern, dieses Bild bisher ohne jeden Erfolg, aber ich versuche das nicht aufzugeben. Nun, Herr Horn hat gesagt, das BIP ist blind, wenn es darum geht, Wohlstand zu messen. Es ist nicht blind, wenn wir die über den Markt vermittelte Wertschöpfung messen. Das ist das, was wir tun. Aber wenn wir Wohlstand messen, ist es blind gegenüber den Fragen des Ressourcenabbaus, des Verbrauchs des Naturkapitals. Sie können sich zwei Ökonomien vorstellen. Die eine Ökonomie beutet ihre eigenen Ressourcen aus. Die andere versucht eher im Rahmen einer Kreislaufwirtschaft zu wirtschaften. Es kann sein, dass beide das gleiche Bruttoinlandsprodukt pro Kopf haben. Vermutlich wird die eine Ökonomie, die ihr Naturkapital ausbeutet, das nicht mehr allzu lange haben. Denn wenn das weg ist, brauchen sie Substitute. Reparaturkosten, Vermeidungskosten, Anpassungskosten werden im BIP teilweise falsch bilanziert, wenn es um Wohlfahrtsfragen geht. Das ist das berühmte Beispiel des Verkehrsunfalls, nicht? Der steigert das Bruttoinlandsprodukt, weil sie hinterher etwas zu reparieren haben. Lärmschutzwände steigern das Bruttoinlandsprodukt, weil sie versuchen, den Lärm wieder wegzubekommen, den sie vorher nicht hatten. Beispiele dafür. Es gibt Umweltschäden trotz Umweltschutzmaßnahmen. Großflächige Vergiftungen der Umwelt mit Chemie und anderen Dingen, die wir zurzeit noch nicht beseitigen, die wir vielleicht später beseitigen müssen. Dann würden wir die Generationen den Generationen nach uns eben diese Kosten aufbilanzieren, ist aber im Moment nicht. Sehr eindrücklich sind die Berechnungen der Bilanzierung von Umweltschäden durch anthropogen oder nicht anthropogen verursachte Naturkatastrophen. Man kann zeigen, dass Katrina das Bruttoinlandsprodukt gesteigert hat, ebenso wie Fukushima das Bruttoinlandsprodukt aller Voraussicht nach deutlich abgesenkt hat, weil hier die Zerstörungen, insbesondere der Produktionskapazität, erstmal so groß war, dass es negativ gewirkt hat. Bei Katrina war es nicht groß genug, die Zerstörung, da haben die Reparaturmaßnahmen positiv gewirkt. Ungleiche Verteilung von Einkommen sind naturgemäß nicht im Bruttoinlandsprodukt drin, aber das ist von der Wohlfahrtsbetrachtung sehr entscheidend. Wichtig sind vor allen Dingen unberücksichtigte Aktivitäten zur Wohlfahrtssteigerung, wie zum Beispiel der ganze Bereich von Hausarbeit und ehrenamtlicher Tätigkeit. Auch das ist ein
oft erzähltes Beispiel. Sie können das Bruttoinlandsprodukt steigern, indem Sie sich gegenseitig anstellen, Ihre Hausarbeit zu erledigen. Wenn Sie die selber tun, senken Sie das Bruttoinlandsprodukt wieder ab. Der Wohlfahrtsgewinn, die saubere Wohnung, ist der gleiche. Schließlich Verschuldungsgrad von öffentlichen Haushalten ist auch nichts, was im Bruttoinlandsprodukt in irgendeiner Weise einen Niederschlag findet. Deswegen ist es meines Erachtens wichtig, das Bruttoinlandsprodukt mit einem Wohlfahrtsmaß zu ergänzen, wenn ein neues Wohlfahrtskonzept wirklich von der Politik gestützt in diesem Land Realität werden soll. Nun, was kann man tun? Wie kann eine solche Ergänzung aussehen? Die Diskussion ist im Moment in der Wissenschaft und in der Politik angekommen. Da gibt es eine richtige Konjunktur und im Grunde können Sie drei verschiedene Hauptrichtungen unterscheiden. Das eine sind die Indikatorensysteme. Herr Horn hat eines vorgestellt. Ich muss gestehen, ich halte das nicht für das Beste. Zweitens können Sie sogenannte Composite Indicators machen. Das heißt, Sie rechnen verschiedene Dinge in einen Indikator wieder zusammen. Das ist zum Beispiel der Human Development Index. Oder Sie überstehen derzeit bei diesem Thema keine Diskussion mit einem Journalisten, ohne dass der Sie nach dem Gross National Happiness Product in Bhutan fragt. Das ist GNH, eine Umfrage in der Bevölkerung mit etwa 200 Fragen, repräsentativ mittlerweile, die nach einem komplizierten Gewichtungsschema zusammengerechnet werden und dann einen Wohlfahrtsindex ergeben. Und es gibt die sogenannte Accounting-Ansätze, wo sie versuchen, die Kritik am Bruttoinlandsprodukt, die ich eben geäußert habe, so zu korrigieren, dass sie den Weg vom BIP zum Wohlfahrtsmaß dadurch beschreiten, dass sie verschiedene andere Komponenten dazurechnen oder abrechnen und es dann mit dem Wohlfahrtsindex vergleichen. Auf diese Variante habe ich einen Teil meiner Arbeitszeit verwendet in den letzten Jahren mit Kollegen zusammen. Deswegen werde ich nachher Ihnen das ganz kurz schildern. Wie gesagt, wenn Sie nachher in der Diskussion an Einzelheiten interessiert sind, kann ich gerne auf einzelne dieser Punkte eingehen. Das ist hier nur ein Beispiel an der Zahl der Länder oder der internationalen Organisationen, dass Sie sehen, diese Diskussion ist in der Politik mittlerweile wirklich angekommen. Ich habe das mal in einem solchen Sternenbild zusammengefasst, das BIP in der Mitte, ob es ein untergehender oder aufgehender Mond ist, mag Ihnen jetzt interpretieren sein. Es gibt, wie gesagt, solche Composite Indicators, die grünen, die roten, die Accounting-Ansätze und das blaue sind die Indikatorensysteme. Aus den Indikatorensystemen, wie gesagt, Herr Horn hat eines davon vorgestellt, nur noch ein paar Hinweise hier. Das ist die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts und die Entwicklung der Haushaltsnettoeinkommen. Die obere Linie ist das Bruttoinlandsprodukt. Die ganz untere Linie ist die Entwicklung des Einkommens der unteren 50% der Bevölkerung zwischen 1991 und 2007 hier in diesem Schaubild. Und da sehen Sie die Bestätigung dessen, was Sie vorhin gesagt haben. Der BIP-Zuwachs ist in der Bevölkerung nicht angekommen. Ich hatte das erstaunliche Vergnügen, bei der Vorstellung des Stiglitz-Reports in Paris eingeladen gewesen zu sein. Und Herr Sarkozy hat eine beeindruckende Rede gehalten, indem er gesagt hat, genau in dieser Konstellation, wenn das BIP steigt, aber bei 50% der Bevölkerung gar nichts ankommt, verliert das Messsystem ihre Legitimation oder seine Legitimation. Denn die Bevölkerung merkt, da kommt bei uns nichts an. Und aus diesem Grunde braucht es ein anderes Maß, ein anderes Wohlfahrtsmaß, denn sonst verliert nach der Legitimation der Messinstrumente auch die Politik ihre Legitimation, wenn sie genau solche Ziele verfolgt. Auch das wurde schon angesprochen, die graue Linie ist wieder das Bruttoinlandsprodukt und die gelbe Linie ist der Teil der Bevölkerung in unserem Land, hier Westdeutschland, der von sich sagt, dass er zufrieden sei. Und da sehen Sie, ab so 1970 tut sich da nicht mehr so furchtbar viel. Bruttoinlandsprodukt geht immer weiter nach oben, aber die Zufriedenheitswerte steigen nicht mehr. Das Bild ist fragwürdig, denn wir wissen natürlich nicht, was passieren würde, wenn die graue Linie waagrecht gewesen wäre. Dann könnte die gelbe Linie nach unten gehen. Das heißt,
Darüber haben wir keine Aussage, weil wir keine Laborversuche durchführen können. Aber der Zusammenhang, so wie wir das vorhin auch schon gehört haben, zwischen Einkommenszuwächsen und wachsender Lebenszufriedenheit ist in sehr vielen Studien valide bis zu einem bestimmten Einkommen, das nicht sehr hoch ist. Und danach entkoppelt es sich. Gut, man kann vielleicht in der Diskussion nachher da nochmal eingehen. Ein Punkt noch hier, Lebenszufriedenheit und Erwartung der künftigen Entwicklung. Hier ein Schaubild von Afrika. Da sehen Sie, die zukünftige Entwicklung auf der rechten Seite sieht freundlicher aus als die derzeitige Lebenserwartung. Das heißt, die Menschen erwarten, dass es ihnen zukünftig besser geht. Ich habe blöderweise das Schaubild für Europa nicht dabei, das ist genau umgekehrt derzeit. Und ein weiterer Ansatz, der ökologische Fußabdruck, darauf, das werde ich jetzt aus Zeitgründen überspringen, das ist ein Vergleich der Tragefähigkeit ökologisch unserer Länder und dessen, was wir verbrauchen. Es gibt verschiedene Grundtypen hier. Sie sehen links oben Deutschland, die ökologische Tragekapazität, die untere Linie jeweils, da verändert sich nicht viel. Der Fußabdruck ist weit, weit drüber. Er verbessert sich ganz langsam, aber Sie sehen, bei einem Fortschreiten dieser Entwicklung erreichen wir die ökologische Tragefähigkeit keineswegs. Wenn Sie dagegen rechts unten gehen zu China, haben Sie das bedrückende Bild, dass sich die Kapazität langsam verschlechtert, aber wir einen dramatischen Zuwachs der ökologischen Fußabdrücke haben, die seit einiger Zeit mit einer zunehmenden Geschwindigkeit sich voneinander entfernen. Dann jetzt doch noch kurz die beiden anderen Typen von Ländern. Links unten ist Botswana. Da sehen Sie, dass sich die ökologische Kapazität deutlich verschlechtert und der Fußabdruck dieses Landes sich fast nicht verändert. Vielleicht ein ganz klein wenig besser wird, aber im Grunde nicht verändert, sodass hier deutlich zu sehen ist, von der Verschlechterung der ökologischen Tragefähigkeit profitieren andere Länder, die eben diese Ressourcen, diese Rohstoffe für sich in Anspruch nehmen. Und schließlich das bedrückende Bild von Afghanistan rechts oben, das finden Sie diesen Typus in allen Kriegsfolgelandschaften und Kriegsfolgeländern, nämlich eine Verschlechterung der Biokapazität und der Tragfähigkeit gleichzeitig. Das sind so in etwa die Haupttypen dieser Dinge. Gut, noch einmal, damit möchte ich noch ganz kurz auf meine eigene Arbeit in diesem Feld eingehen. In einem Wirtschaftssystem produzieren Sie gut Güter. Das Sprachspiel lässt sich nicht übertragen ins Deutsche und Bads, Ungüter, also negative Effekte bei der Güterproduktion. Und jetzt wollen Sie die Bads beseitigen. Das Beispiel, das ich vorhin genannt habe, neue Straße, es wird laut, Sie bauen eine Lärmschutzwand. Ja, das sind die Anti-Bads, kompensatorische Maßnahmen eben, um das Wohlfahrtsniveau, das sie vorher hatten, zu sichern. Und jetzt ist sehr spannend, wie in gesellschaftlichen Berichtssystemen genau mit dieser Frage umgegangen wird. Verbuchen wir das als Wohlfahrtszuwachs oder als Reparatur von etwas, was wir vorher hatten? Wir ist in dem Fall Roland Zieschank von der Freien Universität Berlin hier und Mitarbeiter in meinem Institut, einen nationalen Wohlfahrtsindex konstruiert. Wie gesagt, zur Ergänzung, nicht zur Ersetzung des Bruttoinlandsprodukts, der so aufgebaut ist, dass wir beim privaten Verbrauch, also beim Konsum, den wir als positiv werten, beginnen, den aber mit der Einkommensverteilung gewichten. Je ungleicher verteilt, desto höher gibt es hier Abzüge. Zweitens addieren wir wohlfahrtsstiftende Komponenten, die im Bruttoinlandsprodukt nicht erfasst sind, eine monetäre Bewertung von Hausarbeit, ehrenamtlichen Tätigkeiten. Wir korrigieren, das kann ich näher erklären, wenn Sie das in der Diskussion möchten, zeitliches Auseinanderfallen von Ausgaben und Nutzen. Und es gibt eine lange Liste von wohlfahrtsmindernden Komponenten, umweltbelastend, Verbrauch nicht erneuerbarer Ressourcen und anderes, die wir in diesem Wohlfahrtsmaß monetär gewichten und wieder abziehen. Wenn Sie das miteinander vergleichen, das ist das neueste Bild, dann haben Sie als graue Linie die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts. Und Sie sehen an der blauen Linie, dass der Wohlfahrtsindex seit etwa 1999, wo er den Höhepunkt erreicht, wieder deutlich zurückgeht. Das hat
in Deutschland im Wesentlichen mit einem von Herrn Horn benannten Faktor zu tun, nämlich einer deutlichen Verschlechterung der Einkommensverteilung eben in den ersten Jahren des letzten Jahrzehnts, in einer nicht stark zurückgehenden Umweltbelastung in diesen Jahren. Interessanterweise reagiert BIP und Wohlfahrtsindex im Krisenjahr 9 gerade umgekehrt. Das BIP geht zurück, der Wohlfahrtsindex steigt leicht. Wir haben in diesem Jahr eine leichte Verbesserung der Einkommensverteilung, vor allen Dingen aber einen sehr viel schwächeren Ressourcenverbrauch, der sich beim Wohlfahrtsindex positiv bemerkbar macht. Wie gesagt, es ist eine andere Sichtweise auf Entwicklung, dazu da, eine bestimmte Diskussion über das Verständnis von Wohlstand und Wohlfahrt anzuregen. Wir haben das für einige Bundesländer gerechnet. Hier ist Schleswig-Holstein. Da tut sich in einem für den Westen armen Bundesland beim BIP nicht viel, aber der Wohlfahrtsindex steigt stärker an wie das BIP. Das liegt auch hier an einer gleicheren Einkommensverteilung wie im Rest der Republik und einem sehr deutlichen Umsteigen auf erneuerbare Energien, die in diesen Jahren stattgefunden hat, und an einer Reihe von anderen Konzepten. Ganz schnell noch ein paar Bilder. Wir ziehen die monetären Schäden von Kriminalität im Wohlfahrtsindex ab. Das ist die Entwicklung hier in der Bundesrepublik Deutschland. Die Kosten der Luftverschmutzung sehen Sie von 1991 bis 2010. Das ist die Erfolgsgeschichte dieser Art von Umweltpolitik, die es in der Bundesrepublik tatsächlich gibt. Klammer auf, hier halte ich den Ansatz des Sachverständigenrats für relativ schlecht, der sich ausschließlich auf die Feinstaubbelastung konzentriert und hier auf die Luftverschmutzungsindikatoren der anderen Art nicht eingeht. Schäden durch Treibhausgasemissionen sind langsam zurückgegangen, aber noch lange nicht so, dass wir bis Mitte des Jahrhunderts eben die 80-90% Einsparung erreicht haben, wenn wir diese Trendlinie fortsetzen. Dann haben wir einen Kostenfaktor drin, Nutzung der Atomenergie. Wir versuchen ganz bescheidene Ansätze einer Sparkasse für Endlagerung vorzusehen, die wir auf die Kilowattstunde umrechnen. Eine ganz bescheidene Haftpflichtversicherung bei Unfällen und anderes mehr. Dann kommen Sie etwa hier raus. Nun, mit dem NWI haben wir in den letzten zwei Jahren eine recht interessante Rezeption in der Bundesrepublik gehabt. Vielleicht aber deswegen, weil es im Moment der einzige Ansatz ist, der kontinuierlich vorgelegt wird. Es gibt viele wissenschaftliche Studien in Deutschland, die aber jeweils nur einmal vorgelegt werden, dann passiert nichts mehr. Wir versuchen es jedes Jahr derzeit zu machen. Was mich irritiert, aber vielleicht nicht so überraschend ist, ist, dass es in den Medien, auch in der Öffentlichkeit, sehr wenig Interesse gibt an statistischen Details. Die Leute wollen ein Bild haben, insbesondere die Medien, und sie wollen wissen, wie sich das weiterentwickelt. Bisher weigern wir, irgendwelche prognostischen Aussagen zu geben, weil ich denke, die Daten sind nicht genau und wir sind an der Stelle auch vielleicht noch nicht so weit, das dann umzusetzen. Und es gibt manchmal eine grundlegende Kritik an monetarisierten, also in Geldwerten berechneten Maßen überhaupt. Das trifft dann natürlich das Bruttoinlandsprodukt ganz besonders auch. Das kommt aus einer Kritikrichtung, die sagt, jede Art der Monetarisierung ist im Grunde schwierig und deswegen auch kein Gesamtindex. Ein kurzes Fazit an dieser Stelle. Ich denke, wichtig ist es, wenn wir über Wohlstand und Wohlfahrt reden, wir müssen Konsum betrachten und nicht nur Produktion. Wir müssen dringend die Frage von informeller Arbeit, von Hausarbeit und Ehrenamt mit einbeziehen. Und wir müssen die Verteilungsfragen mit einbeziehen, Konsum, Einkommen und Vermögen. Unstrittig ist, dass Gesundheit und Bildung wichtige Dinge sind, die in dieser Form, also in ihrer Bedeutung, im BIP als Wohlfahrtsmaß nicht angemessen abgebildet sind. Da sind die Fragen zu betrachten, wie ist der Zugang zum Bildungswesen, wie ist der Zugang zum Gesundheitswesen in unserer Nation verteilt. Schließlich, der Zustand von Umwelt und der Verbrauch von Naturgütern ist ein ganz entscheidender Punkt.
Die vorgelegten Indikatorensysteme vom Sachverständigenrat sind hier völlig ungenügend. Besser ist das Indikatorensystem der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie von 2002, jetzt fortentwickelt, wo Indikatoren der Nachhaltigkeit an der Stelle sehr viel deutlicher auf Umweltfragen eingeht. Aber wir müssen auch die Bestände, die Stocks betrachten und eben nicht nur die Flows, das heißt der Verbrauch in einem bestimmten Jahr. Nun, was heißt das jetzt für Wachstum? Die eine Strategie ist, wir sagen, es braucht Wachstum. Alles andere haben wir jetzt zur Kenntnis genommen, aber eigentlich Wachstum ist das Beste, was wir haben, denn dann ist der Verteilungsspielraum groß genug. Und wir hoffen darauf unverändert, dass sich die positiven Effekte des Wachstums langsam in die Bereiche durchsickern, deswegen trickle down, die wir eigentlich erreichen wollten. Je länger ich mich mit der Sache beschäftige, desto mehr habe ich den Verdacht, das ist die Strategie des 20. Jahrhunderts, aber nicht des 21. Jahrhunderts. Sondern die des 21. Jahrhunderts sind irgendwo zwischen 2 und 5. Green Growth, wir versuchen weiter eine Wachstumsstrategie zu verfolgen, aber das Wachstum konzentriert sich in den Bereichen, in denen wirklich ökologischen Bedarf besteht. Wärmedämmung in Räumen, in Häusern, Umsteuern auf erneuerbaren Energien. Eine große andere Zahl von Branchen sind Wachstumspotenziale. Was wir im Moment nicht zweifelsfrei sagen können, ob die Wachstumspotenziale in diesen Bereichen so stark sind, dass sie in der herkömmlichen Bruttoinlandsproduktmessung das Schrumpfen in anderen Bereichen übersteigt. Derjenige, der am weitesten ist, ist Kollege Meyer in Osnabrück mit seinen ökonometrischen Modellen. Und der sagt, dass die Modelle geben im Moment an der Stelle noch keine klare Aussage. Mein Verdacht ist, wie gesagt, das war meine erste These, dass Schrumpfen unter Umständen wahrscheinlicher ist, insbesondere dann, wenn sie in einer hochentwickelten Gesellschaft tatsächlich auf andere Muster, Strukturen der Bedürfnisbefriedigung stärker übergehen als immer noch mehr Konsum. Die Autoindustrie ist im Moment extrem irritiert durch die Tatsache, dass in der jüngeren Generation das Besitzen eines Autos nicht ein Wert an sich mehr offensichtlich ist. Rechnen Sie das in Potenziale in dieser Industrie um, dann haben Sie natürlich den Wachstumsmarkt der Elektromobilität, aber Sie haben den Schrumpfungsmarkt der großen geländegängigen Fahrzeuge, die hier durch Berlin fahren, der Porsches und der anderen. Und das rechnen Sie gegenseitig auf. Wir können im Moment nicht sagen, was dabei rauskommt. Ich glaube, Punkt 3, das ist der historische Ansatz des Umgehens mit der Wachstumsfrage von John Stuart Mill, der schon Mitte des 19. Jahrhunderts die theoretische Idee einer Steady State, einer stationären Ökonomie hatte, bei der aber dann bitteschön alle glücklich sind. Durch den Gedanken eines anhaltenden technischen Fortschrittes ist eine traditionelle Steady State Strategie in der Form eigentlich nicht realisierbar. Denn wir haben auf der einen Seite Aufbau, auf der anderen Seite Rückgang. Ob Sie das nun schöpferische Zerstörung, wie Schumpeter nennen oder anders, das mag dahingestellt sein. Und viertens, Sie haben die Debattenlinie der Degrowth- oder Decroissance-Bewegung sehr stark von Frankreich auch ausgegangen, die davon ausgeht, dass wir in den entwickelten Industrieländern auf den Pfad der Transformation nur dann kommen, wenn wir bewusst Schrumpfungssignale in die Ökonomie einbauen. Als letztes habe ich Ihnen einen holländischen Titel aufgeschrieben, Genoeg van te veel, Genoeg van te weinig. Das ist der Buchtitel von einer Veröffentlichung von Bob Rautzwar und Harry de Lange aus dem Jahr 1985, die damals schon geschrieben haben, wir werden eine Entwicklung der Gesellschaft nur dann voranbringen, wenn wir das, was auf der einen Seite zu viel ist, abbauen und genug von zu wenig und wenn wir gleichzeitig die Lebensbedingungen der armen Menschen in unseren Ländern, aber insbesondere auf dem Globus, deutlich und massiv verbessern. Nur die Mischung aus beiden wird auf eine zukunftsfähige Entwicklungsstrategie hinauskommen. Ja, das ist das, was ich Ihnen in etwa vorstellen wollte. Danke, dass Sie zugehört haben. Applaus